Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Mafia 2 in der Definitive Edition. Wir haben in der letzten Folge mit Joe ein paar Zigarettenstangen verkauft und da kamen dann ein paar Halbstarke, haben gesagt, hier nicht in unserem Gebiet und haben den Lastwagen abgefackelt. Tja, jetzt heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir haben schon deren Bar abgefackelt und jetzt geht es gerade weiter zur Gießerei. Dort sollen die sich mal aufhalten. Wir haben Unterstützung von Marty und Steve und ja, scheinbar noch zwei anderen. Und Joe ist natürlich auch mit dabei. So, wir sollen denen aber erstmal nur Angst einjagen. Das soll ein bisschen nach einer Gangschlägerei aussehen. Gucken wir mal. Hey, was habt ihr hier zu tun? Wir sind der scheiße Spur gefolgt. Nächster. Sehr gut. Nächster. Euch mach ich kalt. Joe, pass auf! Danke, Kleiner. Scheiße, die haben Kanonen. Macht sie fertig. Okay, die wollen es nicht anders, ne? Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Gib mir Deckung, Vito. Ich hab was für dich, du mieses Schwein. Scheiße, ich bin stolz auf mich. Ich geb dir Deckung! Du bist tot! Los jetzt! Da hängt noch einer. Du musst nur rauskommen. Los, los, ich geb dir Feuerschutz! Verdammt! Kann mir mal jemand helfen? Da hinten ist auch noch einer. So, der ist weg. Okay. Und der noch nicht ganz. Mehr kannst du nicht? Komm, gehen wir mal ein bisschen näher ran. Lass mir noch was übrig, Arschloch. Hey, alles klar? Das Schwein ist nicht getroffen. Reiß den Bastard ein. Da wollte ich gerade hin. Gib mir Deckung. Du machst mir keine Angst. Gib mir Deckung. Hast du das beim Militär gelernt? Wir sehen uns in der Hölle. Ich geb dir Deckung. Greif an. Das muss ich anstellen, damit du endlich. Alles klar. Geht schon. Ich bin okay. Leg ihn um. Los, Vito. Fluch, du sollst mir Deckung geben. Gut, Vito, los jetzt. Der Wichser hat mich getroffen. Wo sind die? Sind alle hier hinter, glaube ich. Wir sind gleich. Los, wieder mal einer abgekratzt. Mach schon, leg ihn um. Wir machen hier keine Angst. So, da hinten sind die letzten. Wir haben nur noch ein paar Schuss. Wir haben aber auch noch die Tommy Gun hier. Schauen wir mal über die Waffen. Los, Rico, los geht's. So, dann kriegen wir den zur Explosion hier. Schade. Fünf Schuss haben wir noch. Ja, die haben gesessen. Und einen Molotow-Cocktail haben wir noch. Den können wir auch mal reinwerfen. Okay, das war, glaube ich, eher nicht so optimal. Aber ich glaube, wir haben auch alle jetzt. So, es geht munter weiter, Leute. Hier haben wir eine Magnum, die können wir aufnehmen. Machen wir doch mal. Dann schießen wir mit der vielleicht mal ein bisschen weiter. Ich glaube, wir müssen rein. Wo sind sie? So viele Feinde hier. Zeigt sich keiner.
Ihr wisst los, nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Los, jetzt kommen sie raus. Deckung, Mann, du schießt ja beschissen. Meine Güte. Oh, guter Schuss. Los, Vito. Unser Steve hat es auf. Los, gib mir Deckung. Die Kugel ist für dich. Du bist Maul und tot. Nicht so schlimm, nur ein Streifschuss. So, da hinten war noch einer. Den habe ich. Sehr schön. Jetzt ist er fällig. Ja, die Magnum haut schon ordentlich rein. Zum Lutschen, das muss man schon sagen. So, die fliehen so ein bisschen. Da wollen wir mal direkt hinterher. Hey, lass mir noch einen übrig. Alles klar? Wir trinken. Den haben wir auch noch getroffen. So, auf der Seite ist noch irgendwo einer. Wo hängt er rum? Da. Oder nicht durchschießen? Dann schießen wir oben drüber. Komm raus aus deinem Rattenloch! Gib mir Deckung! So, es sind nur noch die drei da hinten. Ich glaube, dann haben wir alle. Gut, Victor, los jetzt! Hast du Schiss, Arschloch? Wenn meine Mutter das wüsste. Gib acht, Victor! Na, komm raus. So, fünf Schuss haben wir hier noch mit der Magnum. Sollte doch reichen, oder? Ich schreib mich ab. Scheiße, nicht gut. Okay, jetzt müssen wir wieder hier mit unserer 9mm schießen. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Aber mit der schieße ich auch lieber. Da trifft man irgendwie mehr mit. Die andere verzieht so stark. Okay. War's das oder kommen da noch mehr? Da hinten sind noch welche. Ach nee, das sind unsere Leute, alles klar. Die haben das Ganze von hinten auch noch aufgeräumt. Okay, das wurde doch ein Blutbad, was es eigentlich nicht werden sollte. Das hier ist schwer aus dem Ruder gelaufen. Das wird Eddie gar nicht gefallen. Eddie wird's verstehen. Was hätten wir tun sollen, uns umlegen lassen? Diese verdammten Arschlöcher machen jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Nie wieder. Und was jetzt, Steve? Jetzt? Jetzt fahre ich nach Hause, esse ein Steak, nehme eine Dusche und gieß mir einen hinter die Binde. Na dann viel Spaß dabei. Joe und ich haben noch was vor. Wir sehen uns später. Tja. Was für ein Tag, Leute. Wo nehmen wir die zwei Riesen für Eddie her? Sag mal, wie viel könnte so eine Karre bringen? Mann, Vito, du bist ein Genie. Diese Babys sind nicht billig. Ich wette für den hier. Rückt Derek mindestens einen Riesen raus. Okay, ich bring das Baby zu Derek. Lass uns ihn kaufen. Klingt gut. Bis dann in der Bar. Okay, wir knacken einmal das Schloss wieder. Verdammt! Scheibe einschlagen wollen wir ja nicht. Das mindert nur den Wert des Autos. So, dann müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir dann nicht unbedingt Unfälle bauen. Das Handling von dem Auto ist aber ganz cool eigentlich. Also liegt gut auf der Straße, Bremsen sind gut, Beschleunigung ist super. Kann man nicht sagen.
Oh. Da hat es dann doch mal gekracht. War ein bisschen zu schnell gewesen hier. Wie Brooklyn hier. So, da steht wieder Polizei, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, wir sind schon in der Nähe vom Hafen. Das sieht ganz danach aus. Dann ist Derek auch nicht mehr weit. Ja, sieht natürlich alles ein bisschen anders aus als im Winter hier. So, einmal Autos verkaufen. $1,950, das sieht doch gut aus. So, gib Eddie seine 2000. 50 müssen wir aus eigener Tasche draufzahlen, das ist dann so. So, wir knacken hier auch das Schloss. Verdammt! Und fahren mit dem Auto weiter zu Eddie. Nehmen wir mal die Abkürzung. Ist ja nicht unser Auto. Ist nicht so wild. Ja, ja, ist ja gut. Beklagt euch nicht über unseren Fahrstil. Okay, hier wartet Eddie. Okay, im Maltese Falcone. Das ist hier dann wahrscheinlich eine Bar oder ein Hotel oder sowas. Schauen wir mal. Und? Hier, das Geld. Da bin ich aber erleichtert. Diese verdammten Halbstarken. Jetzt wissen Sie, wie der Hase läuft. Gute Arbeit, Jungs. Euer Anteil. Danke, Eddie. Brauchst du uns noch oder war's das für heute? Ich hätte noch was zu erledigen. Geht ruhig. Heute liegt nichts mehr an. Ich melde mich, wenn ich euch brauche. Tja, noch weiß er nicht, was da vorgefallen ist. Gut, dann können wir, glaube ich, ja, erstmal nach Hause und den Tag ausklingen lassen. War ja auch wieder sehr turbulent heute. Ja, geparkt haben wir auch nicht gerade toll hier.
So, wir können ja vielleicht auch mal selber auf Shoppingtour gehen. Hier ist gerade so ein Laden. Ich würde nämlich mal gucken, was es hier noch so für Klamotten gibt, damit wir ein bisschen Auswahlmöglichkeit haben, wenn wir zur nächsten Mission voranschreiten. Hallihallo. Diese Qualität ist ihren Preis wert. $690 haben wir. Ja, wir können hier so ein paar Hemden vielleicht mal holen. Glück, das ist heute heruntergesetzt. Ja, das sieht doch auch ganz nett aus. Ein bisschen lockerer, nicht so gezwungen und sieht trotzdem schick aus. Da würde ich vielleicht die anderen Farben auch noch direkt kaufen. Ja, das sieht auch recht schick aus. Und mal sehen, wie das gelbe Orangen aussieht. Bitte sehr. Ja, das passt irgendwie nicht so, finde ich. Das wird wahrscheinlich eher ein Fehlkauf und im Schrank landen. Sagen Sie Bescheid, wenn ich was für Sie tun kann. Ja, Freizeitanzug mit Regenmantel brauchen wir, glaube ich, auch erstmal nicht. Die Lederjacke würde ich noch ganz gerne kaufen. Ja, das ist fast unsere. Ich glaube, unsere ist ein bisschen dunkler. Und dann gucken wir mal noch nach Anzügen. Müssen auch ein bisschen anständig gekleidet sein. Ja, ich würde hier erstmal den blauen vielleicht nehmen. Ja, sieht auch recht locker aus. Ist das alles? Den nochmal. Und dann holen wir uns den schwarzen auch noch. Und dann fahren wir nach Hause. Ja, das sieht doch okay aus. Das wird alle. Und hier nochmal den schwarzen. Ja, schick, schick, Vito. Schick, schick. Das Ganze auch ohne Hut hier. Viel Freude damit, Sir. Vielen Dank, tschüss. Oh, der sieht doch ganz schick aus hier, der Wagen. Oh, da vorne kommt Polizei. Mal gucken, ob wir das noch schaffen. Oh, der sieht uns zwar, aber hegt keinen Verdacht. Hätten wir die Scheibe eingeschlagen, dann wäre er vermutlich auf uns aufmerksam geworden. Ja, Busse fahren ja auch. Okay, da sind wir auch schon. Ich würde vielleicht noch mal ganz gerne hier zur Werkstatt fahren und uns Kennzeichen für das Auto holen. Denn das würde ich ganz gerne behalten einfach, damit wir unsere Sammlung so ein bisschen erweitern. Ich glaube, das müsste noch drin sein mit unseren restlichen Dollar, die wir haben. Und ich hoffe auch, dass wir dann demnächst mal ein bisschen an Geld kommen. Wir könnten hier auch noch ein paar Aufträge machen. Wir könnten zum Beispiel bei Derek einfach ein paar Autos verkaufen am Hafen. Oder wir könnten auch Mike auf dem Schrottplatz einige Autos bringen, die er dann ja zu Schrott pressen lässt. Damit verdienen wir uns dann immer eine kleine Mark. Das kann man dann so ganz gut machen hier zwischen den Missionen. Wie läuft's so? Danke, gut. Wie kann ich helfen? Ja, Wagen ist repariert, super. Felgen. Brauchst ja, wählen wir mal neue aus. Freie Auswahl, mein Freund. Was haben wir denn hier so? Was passt denn ganz gut? Ja, ich würde eigentlich schon sowas Außergewöhnliches nehmen. Ich glaube, ich würde die erstmal nehmen, weil ich würde die Farbe auch noch ändern wollen. Neue Nummernschilder, kein Problem. Vito Scaletta. Ja, das kann ruhig so bleiben. Alles klar, ich kümmere mich gleich darum. Lackiere den Wagen in einem einzigartigen Design.
Ah, okay, da hat man dann hier auch noch so wirklich einzigartige Designs, aber das wollen wir gar nicht. Das sind Speziallackierungen. Such dir eine Farbe aus. Scaledo Schwarz. Und etwas Helleres. Ja. So in komplett Rot. Sieht mit dem Dach eigentlich ganz cool aus. Ich würde sagen, wir nehmen das mal. So, einfaches Tuning, da fehlt uns dann schon das Geld für. Vielen ja, dann Dank. War es das erstmal. Haben wir wieder ein bisschen Geld ausgegeben, neues Auto. Und das werden wir auch in der Garage direkt parken. Ja, bei Zeiten, wenn wir genug Geld haben, können wir die Autos dann auch nochmal ein bisschen frisieren lassen, dass sie ja, eine bessere Beschleunigung haben, besseren Motor. Das machen wir dann aber auch erst, wenn wir ein bisschen Geld haben. So, sieht auch ganz cool aus hier mit dem Rot. Sticht direkt ins Auge. Ja, hier vorne haben wir auch noch einen Klamottenladen. Kann man sogar fast zu Fuß hin von uns zu Hause. Ja, da sind wir jetzt mal so ein bisschen Umweg gefahren. So, das Ganze parken wir hier und dann gehen wir in unsere Bude und schlafen eine Runde, hauen uns eine Runde aufs Ohr, gucken, was der nächste Tag so bringt. Ja, da bellt ein Hund, wahrscheinlich alleine zu Hause und weiß nichts mit sich anzufangen. Wir haben ja ein bisschen Gesundheit eingebüßt, deswegen essen wir jetzt nochmal ein Sandwich. Dann sind wir für die nächste Runde gewappnet und können wieder voll und ganz loslegen. Gut Leute, da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und dann ja, lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder und ja, schauen, was passiert. Bis dahin.